So, herzlich willkommen beim späten Samstagabend Gags, nee, Uschi Gags TV Stream, nenne ich es jetzt mal. Welcome to the show, guys. It's time. So, schön, dass ihr schon so zahlreich wartet im Chat und sorry, hat etwas später geworden. Ich war K.O., hab noch bis Mittag rumgewerkelt für euch, mit euch, gegen euch, wie auch immer. Bin, keine Ahnung, gegen 13 Uhr vielleicht eingepennt, dann kurz gepennt. Und wieder Kleinigkeit gegessen. Ich muss ja Uschi-Gags immer, muss ich ja Uschi-Gags vor dem Stream immer schminken hier, so schminken und vorbereiten. Das dauert immer so eine Zeit. Das dauert immer so eine Zeit, wisst ihr ja. Da muss ich Uschi-Gags auch füttern. Also da muss man ja so viel kochen, Leute. Die ist ja nie zufrieden. Und dann musste man immer Angst haben, dass sie nicht den Teller auch mal wegmampft hier so, ne? Ihr wisst ja, wir haben hier unsere Uschi. Das ist irgendeine andere, mit der wir uns angelegt haben. Da haben wir uns gestern Nacht noch oder heute früh noch geprügelt mit ihr. Und sind richtig aggro auf die und böse. Unser Plan war eigentlich, sich mit ihr zu vereinen und dann Schluss zu machen. Wir haben eine ganz, ganz böse Quest hier. Mit zwei Sims Schluss machen und mit einer haben wir schon Schluss gemacht. Das tut mir immer so weh. Das ist nicht so toll, finde ich. Aber das ist nun mal die Quest. So, was haben wir denn da? Hey Jack, grüß dich. Hey Xiatrix, hoffentlich geht's gleich bei dir. Daleks ist da, Celine, glaube ich, ist schon da. Keksdose habe ich schon gesehen. Exklusiv 90 hat schon gejoint. Kalyptra hat gejoint. Capsin. Und noch einige, die gejoint haben, glaube ich, können ja kurz Hallo schreiben. Genau, Dark hier oben auch gejoint. Und ganz viele sind anscheinend noch da. Erstmal muss man merken, dass der Gags auf einmal online ist. Hey, das ist ja hier voll die Überraschung. Ich habe bei Facebook zwar gepostet, aber sehr spät. Aber jetzt ist es soweit. It's time, time to demonstrate the full power of Uschi Gags. So, Uschi Hype. Hey, Xiatrix, schön, dass es bei dir geht hier. Uschi Hype, genau. Gags, Uschi Hype, auf jeden Fall, Rico. Und ja, jetzt, also unsere Quest heute ist ja Serienromantikerin zu werden, mehr oder weniger. Also nicht Serienkiller, nicht Serienesser, das wir, glaube ich, alle schon sind, sondern Serienromantikerin. Pyro! Gex, hast du eigentlich Grid Autosport? Natürlich, ich hab Grid Autosport am Release Day und am Day danach gezockt für euch, mit euch, gegen euch, um euch herum, ich das immer so schön sag hier. It's Sam. Uschi-Gags hört sich wie ein Pornoname an. Pornoname. Ja, das stimmt. Da hast du recht, Alex. Den ersten Satz, den du schreibst, und du hast wirklich recht damit hier. Hey, Nina. Da bist du ja. Auf dich habe ich gewartet. So. Gut, ich wollte dir irgendwas sagen, Nina, jetzt habe ich es vergessen. Aber das fällt mir schon ein hier. So. Dann, ja, heute unser Ziel eigentlich, unser Hauptziel ist, hier liegt darin, nee, warte mal, falscher Klick, Serienromantikerin zu werden, habe ich ja gesagt, da müssen wir, haben wir schon Level 5 der Charisma-Fähigkeit, haben wir doch easy, das haben wir doch am ersten Tag schon gemacht, wir sofort, hier, wir haben ja jede klar gemacht, schon hier am ersten paar Tagen hier. Dann bei drei anderen Bronze haben wir so, bei den drei Dates, genau, da haben wir ja schon versucht, Bronze. Haben wir schon Gold gekriegt, paar Mal. Leider müssen wir mit zwei Sims Schluss machen. Das tut mir im Herzen weh. Aber vielleicht können wir sie dann wieder dazu entschuldigen und tut mir leid und so. Wir machen nicht mit den wichtigen Schluss, sondern nur mit dem. Hey Mini, grüß dich, schön, dass du da bist. Du hast auf mich gewartet, natürlich. Tag und Nacht, nur auf dich, immer. So. Dann als nächstes müssen wir dann Level 8 Charisma haben wir auch schon eine starke romantische Beziehung mit drei Sims gleichzeitig haben. Ja, das ist ja. Also ich meine, machen wir das mal nicht? Oder 10 Sims küssen? Hey, wir haben 10. 10 ist ja eine Beleidigung für uns. 10 ist ja echt eine Beleidigung für uns hier. Und dann am Schluss Serienromantikerin, das High-End-Ding. Level 10 haben wir schon erreicht hier. Bei 5 Verabredungen Gold verdienen. Das müssen wir schauen. Und eine starke romantische Beziehung mit 5 Sims haben. Also ich meine, 10, 5, 20. Hey, es gibt genug Sims hier, mit denen wir uns zusammenschließen können. Hey.
Hört sich gut an, Gex. Läuft da was? Noch nicht, aber ich hoffe bald, weißt du? Zwinker. ja. So, dann schauen wir mal weiter. Wen haben wir denn noch? Eva Fan 4. Nein, wir sind momentan hier dabei, Sims 4 zu spielen und nicht LOL. Das wirst du auf diesem Channel 2014 nicht mehr erleben, Eva Fan 4. Sorry, es tut mir sehr leid, dich enttäuschen zu müssen. Erstmal müssen wir Serienromantikerin werden und dann müssen wir natürlich essen, klar, essen auch. Und eine Beförderung winkt bald in der Arbeit. Wir sind jetzt APM-Königin. Und wir haben eigentlich alles schon erledigt, dass wir befördert werden, aber Uschi hat so ihre Probleme, ihr wisst ja schon, so die täglichen Probleme einer Frau. Kennt ja jeder. So. Ich habe doch mehr geschrieben. Na klar hast du mehr geschrieben hier. Na klar hast du mehr geschrieben. Aber nicht immer solche schlauen Sachen, wo du recht hattest, Dalex. Gut. Also, wie immer, heute alles im Programm. Hier übliche, hier Uschi, Gex, Bella, Nina, Luisa. Schauen wir mal, wir haben ja hier so ein komisches Beziehungsberatungsdings. Also, Bella, Brigitte, Jenny, Lea will ich unbedingt wieder zurückhaben. Lea, Liberty, Luisa, Nancy, Nina und Summer. Das sind unsere. Das ist unsere Liste von Damen, mit denen wir schon ein bisschen romantisch interagiert haben, sage ich mal. Interagiert haben. Ich habe mit Baum alles zerstört. Wut, ich hatte recht. Irgendwas hast du vorhin geschrieben. Uschi Gex hört sich wie ein Punkt-Punkt-Punkt-Name an. So. Unser Bestreben war mit dieser hier, wie heißt sie, mit Brigitte Huppertz, mit 2P, Huppertz, Schluss zu machen. Aber wir können nicht Schluss machen, wenn wir nicht mit ihr liiert sind, also zusammen sind hier. Mit Nina mache ich nie Schluss. Also sowohl im echten, im Spiel und auch im übertragenen Sinne. War das jetzt ein guter Satz? Egal, Gex hat's gesagt, ist schon vorbei. Alles aufgezeichnet hier, live, on stage. Nicht wieder rückgängig zu machen. Mikrofon, klopf, klopf, düt, düt, düt. Hallo, hallo? Okay, alles gut. Geht meine Taschenlampe? Ich habe eine Taschenlampe gefunden, ich habe die gesucht. Yeah, Powerlampe, Spotlight. Spotlight nur für Uschi Gex hier. Das ist eine super tolle Taschenlampe. Hätte ich die mal vorher gehabt, hätte ich mir vielleicht einen Zeh nicht angeschlagen in der Nacht. Na gut, macht ja nichts. Naja, ich gehe jetzt wieder spielen bei. Alles klar, Eva Fan 4, merci fürs Vorbeischauen und für die LOL-Frage, aber das trifft hier nicht zu. Zeig Nina, wo der Pfeffer wächst. Das ist kein Problem, das ist gleich hier um die Ecke. Das ist gleich hier um die Ecke. Und das passt dann schon hier. Gut. Also, weiter geht's. Erstmal resume. Und wir gehen ins Spiel rein, wir drücken O für das Zeug hier. Und was hat natürlich, ich wollte schon sagen, Bella, ich meine Uschi, Hunger. Natürlich haben wir Hunger. Und unser netter Besuch, mit dem wir uns geprügelt haben, haben sie beschimpft, haben sie angeschrien, haben wir, was weiß ich, was wir alles mit ihr gemacht haben, sitzt da an unserem Computer und zockt einfach, gut, kein Problem. Wir haben für diese Aktion sogar Silber bekommen. Nee, doch, wir haben sogar Silbermedaille bekommen für das Date, während wir sie geprügelt haben. Sims 4 ist so geil. Hey, Darky, servus, euer. Wie geht's dir, mein Freund? Ja, Darky, du Glückspilz. Aber, Nina, du bist doch auch ein Glückspilz. Du hast mich hier gefunden. Schau, glücklicher kannst du doch nicht werden. So, na gut, dann werden wir uns was zum Essen gönnen. Und die andere Uschi da, den geben wir nichts. Der geben wir nichts. Was haben wir denn noch da Schönes hier? Verdirbt in 7 Tagen Macaroni-Käse. Wunderbar. Uschi Gex kann das immer essen hier. Ich will auch spielen. Ja. Früher oder später kannst du auch spielen. So, Uschi steht vom Stuhl auf. Als erstes geht's zum Kühlschrank. Holt sich was raus. Und auf geht's. Rein damit hier. Uschi. So, komm. Erstmal so richtig hier.
Mampfen und Naschen und sowas. Clone Wars Nick, servus, grüß dich und hallo, wie geht's dir, mein Freund? Schön, dass du auch da bist hier. Willkommen zur Gags TV Show am Samstagabend. Sehr spät heute, aber hey, mal schauen, wie lange wir jetzt machen oder wie lange nicht. Ich weiß nicht, mal gucken. Eigenlob stinkt, Gag. Gut, dann gebe ich dir einen Teil ab, damit du auch was von dem Lob hast hier. Dann teilen wir das einfach hier. Mir zwei, weißt schon? Eine. Jetzt sei doch nicht so unglücklich. Schau mal, du hast Essen auf dem Teller vor dir. Häng da nicht durch. Auf geht's. Was will sie denn hier im Bett? Vor allen verstecken. Das können wir machen. Vor allen verstecken. Das ist gar kein Problem hier. Ja, Glück und Punkte sammeln. Genau. Erstmal verstecken. Ach, jetzt geht das gar nicht mehr, okay. Ja gut, die kann nach Hause gehen. Mit der ist eh schon hier. Ist eh schon alles. Ist jetzt schon wieder. Jemanden Unsicherheiten mitteilen. Also voll quatschen. Über Fitnesstechniken reden und höheren Gitarrenlevel-Fähigkeit im Bereich. Mach mal das. Gitarre. Mit unserer schönen, ich denke mal, das sieht aus wie so... Das ist das Hello Kitty-Mischung mit SpongeBob oder so. Was sind das für ein Viecher? Üben und... ein bisschen besser werden in Gitarre spielen. Haben wir ja gleich geschafft. 54 Punkte habe ich. Hab meine Punkte die letzten 3 Tage alle ausgegeben und kein Glück gehabt. Macht nichts. Das Glück hast du doch schon. Das Glück hier ist hier, dass wir uns alle getroffen haben. Da haben wir alle Glück hier. Oh, wunderbar. Was steht hier? Über Fitnesstechniken reden kannst du vergessen. Machen wir nicht jemanden Unsicherheiten mitteilen. Das ist natürlich blöd. Nee, wir sind doch keine Uschi, der sich bei anderen beschwert. Yeah, ich hab den Blues unter der Hand. Ich kann so gut spielen mit meiner komischen Gitarre. Was will sie denn nun auf einmal? Jemanden umarmen? Nee, Uschi, komm bitte, das kannst du doch keinem antun hier. Kunst bewundern, wir können... Genau, was ist denn unser eigenes Kunstbild? Malen wir mal schnell was. Klassisches Gemälde. Und zwar... großes klassisches Gemälde. Auf geht's hier malen, Uschi. Lass dich mal so richtig aus hier. Kannst du mit viel Geld verdienen hier. Wir müssen heute um 16 Uhr zur Arbeit. Ja, steht eigentlich ganz gut mit unseren ganzen Sachen. Hey, ihr Süßen. Hey, Robin. Grüß dich. Servus und hallo. Danke, ich habe noch Hoffnung. Klar, es besteht immer Hoffnung. Solange der Gag da ist, besteht immer Hoffnung. Hey Morello, servus, grüß dich und hallo. Wie geht's dir denn? Schön, dass du auch da bist. Esse gerade Joghurt. Ich habe länger nicht mehr Joghurt gegessen. Hier. Ich mag diesen einen Sahne-Pudding-Joghurt vom All Die. Der mit Schokosahne. Schokosahne-Pudding. Ich weiß nicht, wie der genau heißt. Vom All Die. Falls euch das was sagt. Was All Die ist, ohne irgendwelche Schleichwerbung machen zu wollen, hier von irgendwelchen Geschäften. Wie sie sich freut, wenn sie malen kann. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Ist das ein Hase? Ein pinker Hase? So, da steht jetzt hier, Kunstwerk bewundern. Können wir das eigene Kunstwerk bewundern? Ja, das ist ja super hier. Gleich 2 Klatschen mit einer Fliege, wa? Oder umgekehrt? Super. Moin Gags und Chat, alles fit bei euch? Hey, Cyrox, servus, grüß dich und hallo. Klar ist alles fit, Gagshow hat begonnen und jetzt geht's los hier. Esse Sahnejoghurt. Ja, ist bestimmt auch interessant, Erstmal verkaufen wir das hier, an Sammler verkaufen, wunderbar. Wir brauchen ja Kohlen, wir müssen ja uns eine... Gags Uschi Menschen bauen hier. Mit mehreren Stockwerken und super großen, schönen Zimmertüren und verschiedene Laufstege für High Heels Frauen. Nenne ich einfach.